Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ich zeige euch heute ein ganz schönes Spielzeug für eure Kinder. Das können sie auch ganz leicht selber machen. Und ich lege mal los. Für das Spielzeug brauche ich eine Papolla, eine Kastanie, Heißkleber. Außerdem Pinsel und Acrylfarbe. Da habe ich aber mehrere Farben genommen. Ich habe mir jetzt hier eine Matte hingelegt, damit halt nichts daneben geht, also falls was daneben geht. Jetzt nehme ich den Heißkleber und mache hier am Ende etwas von dem Kleber rein. Das klebe ich jetzt zusammen. Aber ich würde euch raten, wenn ihr das mit den Kindern macht, dann macht das mit dem Heißkleber lieber selber, wegen Verbrennungsgefahr, weil der Heißkleber ist sehr, sehr heiß. So, das Ganze lasse ich jetzt trocknen und beginne mit meiner fange mit meiner Kastanie an. Ich habe jetzt hier etwas ganz Spitzes. Da mache ich jetzt hier in meine Kastanie ein Loch. Seht ihr, da kommt das hier schon raus. Jetzt habe ich hier eine Nadel, da fehlt dir ein Stückchen Bindfaden oder Wolle rein. Dann geht ihr mit der Nadel in das Loch, was ihr vorhin gestochen habt, von der Kastanie, etwa bis zur Hälfte durchpedeln. Und dann macht ihr hier am Ende eigentlich ein Loch rein, aber das ist noch nicht so weit. Jetzt ist mein Heißkleber gut getrocknet. Das heißt, ich kann jetzt meine Papprolle bemalen. Ich habe mich jetzt für die Farbe Gelb entschieden.
Die Klopapierrolle ist jetzt ringsrum gelb angemalt. Und ich glaube, ich mache es noch kleine Herzchen drauf oder sowas. So, ihr seht, meine Papprolle ist jetzt fertig angemalt. Und die werde ich jetzt noch trocknen lassen. Meine Klopapierrolle ist jetzt schön getrocknet. Und jetzt mache ich sozusagen mit einer Schere ein Loch hinein. Fädle meinen Bindfaden durch, wo ich die fädle meinen Bindfaden mit der Kastanie durch. Mache einen Knoten rein. Und schon hast du den wunderschönen Kastanienfänger. Also so nenne ich ihn jetzt. Jetzt müssen die Kinder sozusagen versuchen, die Kastanie in die Klopapierrolle reinzubekommen. Ihr seht, es ist nicht gerade einfach. Außerdem ist mir gerade mein Knoten kaputt gegangen. So, jetzt aber auf einen neuen Versuch. Also ihr seht, ich habe nicht gerade die geschickten Hände. Wir müssen mal ein bisschen schummeln. So. Nee, wir machen, nee, wir tun nicht schummeln. Sag mal. Also ich gebe es auf, die Kastanie reinzubekommen. Jedenfalls probiert es aus. Abonniert meinen Kanal, um viel Spaß mit dem, um viel Spaß beim Basteln.